herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality hier auf der Grünfelderland. Albert, servus. Jo. Hi. Du kannst mal die Schaufel schon abhängen und die Stapelgabel dran machen. Stapelgabel? Ja, die liegt unten vor der Holzkohle. Gut. Na, hallo. Ah ja, Van kann hier, hallo. Hallo. Und zwar geht es darum, um ihre Holzkohle, die wir dringend in der Wasserwerk bräuchten. Ja. Da würde ich die 5 Paletten doch glatt kaufen. Jetzt müsste ich bloß wissen, was sie denn dafür bekommen. Moment. Albert. Ja? Weißt du noch den Holzkohlepreis, den wir letztes Mal ausgemacht hatten? Waren das 1600 pro Palette? Könnte so ungefähr hinkommen, ja. Okay, gut. Ich habe nämlich den von der Gemeinde am Telefon. Wenn ich sag's dem. Ja, es könnte hinkommen. Also 1,5, 1,6. Okay. Herr Van Kan? Ja. 1600 pro Palette. Das wäre doch super. Dann würde nämlich der Herr Leon Müller vorbeikommen und die bei Ihnen abholen. Ja, unten ist Sägewerk, ne? Ja, ich hoffe mal, dass er das weiß, aber ich rufe ihn vorsichtshalber an. Jo, geben Sie dem einfach Bescheid. Genau, okay. Dann. Bis später. Bis dann, tschüss. Tschüss. So, jetzt habe ich die Palette dran. Wo soll ich denn hin, Chefchen? Der kommt gleich vorbei und holt die Holzkohle ab. Die kannst du schon mal rausstellen, wenn du willst. Gut, mach ich. Machen die jetzt einfach mal. Machen die Bäumchen einfach mal hier so weit, dass wir die dann das nächste Mal einfach verfüttern können hier im Sägewerk. Hier mal einen kleinen Vorrat, nachdem uns irgendeiner vor kurzem das Holz geklaut hatte. Ja, der Hänger da war, das ist eigenartig. Ja. Ja. Hatten doch alles voller Holz, ne? Eigentlich schon, der war randvoll. Ui. Ja. So, hoffentlich, was sagt denn unser Feld? Müsste soweit sein, ich weiß nicht bloß nicht, ob man das ernten kann, ne? Kein Regen. Nee. Bei mir nee, noch nicht ganz. Bei mir ist es nicht fertig. Bei drei Wachstumsstufen, zwei Wachstumsstufen noch, glaube ich, ne? Ja. Hält schon mal hin. Warte ich jetzt bloß noch, bei den Regen kannst du nicht viel machen, ne? Warte jetzt bloß. Ich hoffe, dass er sich auf den Weg macht, dass er bald hier ist. Ist gedüngt unser Feld komplett. Ey, da hüpfe ich da mal rüber. Haben wir einen Düngerstreuer auf dem Hof? Müsste da sein, aber ich glaube, wir haben keine Pflegebereifung. Doch. Denk mal hier. Exelion, da kann man doch wechseln, ne? Meines Wissens nach. Guckst du mal. Ich guck mal in der Werkstatt, ob da was machbar ist und dann kicke ich das schnell mal rüber. Yep. Dünger haben wir ja gar nicht auf dem Hof, ne? Da rufst du mal den Neumann an. Jo. Ach, das ist ein Schweinewetter da. Ekelhaft. April ist eigentlich rum.
Ja. Kommt immer dann, wenn es keiner gebrauchen würde. Folge Varuna, hallo. Hallo, Varuna. Jo. Ich sollte doch für Sie sagen, ob die Expresslieferung möglich ist. Für eine Miete, okay. Ja. Ja, also es ist prinzipiell möglich. Nur mal eine Frage, wohin soll das gehen? Also wohin soll das Sägewerk geliefert werden? Sägewerk. Und das passt ja wie die Faust aufs Auge, weil wenn ich jetzt noch ein bisschen warte, meinen Tieflader zurückkriege, weil ich muss auch noch einen Stapler zum angeblich bringen vom Herrn. Boah, ja. Zu mir? Nee. Das Namen ich vergessen. Knapp. Also irgendwie zum Aufladen von irgendwelchen Paletten. Ja, aber nicht zu mir runter. Ich habe ja meinen Teleskoplader hier, den ich beim Neumann geschossen hatte. Ja, ich soll den aber da mitnehmen, weil ich dann die Paletten auflade und dann weiter nach oben fahre. Okay, ja, dann bringen Sie das Ding mit, wenn das passt. Jo. Für diese Woche halt. Ja, Mietkosten werden von Ihrem Konto abgezogen. Ja. Läuft je nachdem, wie früh Sie ihn abgeben und das bin nicht ich, also deswegen müssten Sie nur die Steuern dann noch bezahlen, aber das können Sie sich dann gesetzlich machen. Ja, mach ich. Also für den größeren halt diesen. Ja, der mit Dings hier. Den High-End. Der mit Dings hier, wie heißt denn das Teil? Mit diesem Kran da. Diesen, das mit der Angel, sag ich jetzt mal, mit dem Kran da. Ja, genau. Gut, okay, dann bis gleich. Bis gleich, ciao. Machen Sie sich jetzt auf den Weg? So, Chefchen, wir haben Glück gehabt. Warum? Die Pflegebereifung, wir haben noch welche da gehabt. Ja, super. Sieht auch recht gut aus. Mal gucken, wo der Düngerstreuer ist und dann. Ach, da hinten. Ruf aber vorher den Neumann mal an, ob der wirklich welche hat. Dünger. Hey, da ist sogar noch was drin, ne? Cool. Subi, wie viel denn? Hey, ist der Funk jetzt schon wieder am Arsch? Albert? Ja? Ah, wie viel? Och, da ist 52% ungefähr. So knapp die Hälfte. Perfekt. Mal gucken, ob es reicht. Gut, dass er das gemerkt hat. Oh, jetzt mit 12 km/h. Da hat es mich auch mal erwischt. Ey, pass auf, wir haben kein Geld. Ja. Ja, die stehen überall, die Hunde sehen ja. Machen auch nur ihren Job. Ja, klar. Aber immer da, wo man sie nicht haben möchte, ne? Perfekt. Wir haben jetzt hier einen kleinen Vorrat im Holz. Das schon mal super. Weiß gar nicht, ob da überhaupt dingt. Fällt, ob das überhaupt geht noch. Fang
mal an. Ja, ich habe schon probiert, ne, aber das zeigt mir nichts an hier in der Karre. Fahr erstmal zurück, so wieder zum Anfang. So, jetzt dünge ich. Aber nee, das dann hör mal auf. Dünge. Geht's wahrscheinlich. Ich guck mal. Nee, nichts passiert. Komisch. Geht das hier beim Regen nicht? Kann man beim Regen nicht düngen? Jawohl. Lassen wir mal hier stehen, dann wird das schön sauber bei dem Wetter. So, schön wär's. Kann man den Jürgen an? Der ist nicht da. Gut. Wir kriegen übrigens Wasser geliefert, ja? Wasser für die Kartonproduktion kriegen wir geliefert. Hey, das ist schön. Gar nicht mehr dran gedacht, an die Kongs. Ach, hier steht der Blitzer. Vorhin im Jürgen war ich dort. Hallo, Herr Varuna, kann hier. Ich wäre bei Ihrer Zellulosefabrik perfekt. Und würde gern abladen, aber da ist anscheinend kein Mitarbeiter bei Ihnen. Nee, aber Sie können da einfach reinladen. Sie sehen den blauen Turm? Ja, genau, ich stehe davor. Okay, da müssen Sie, wenn Sie... Also sind Sie schon raufgefahren aufs Gelände? Ja, ich stehe direkt vor dem blauen. Okay, also wenn Sie vor dem blauen Turm stehen, müssen Sie rechts, auf der rechten Seite ranfahren. Sehr gut, dann machen wir das doch glatt. Nicht auf der linken. Ich liefere Ihnen 9300 Liter. Wie bitte? Ich liefere Ihnen 9300 Liter. Oh, das ist ja supi. Okay, was kriegen wir denn dafür? Oh, das kann ich Ihnen leider nichts sagen, da wir leider keine Preisliste verlegt hatten. Okay, ja, dann soll sich die Gemeinde einfach nächste Woche melden. Genau, richtig. Okay. Danke, tschüss. Danke, tschüss. Gerade habe ich es gesagt. Bitte? Gerade habe ich es gesagt mit dem Wasser. Wird schon eingeliefert. So, das ist schön. Der neue Mitarbeiter ist wohl zackig hier. So, so muss das sein, ne? Das könnte ich dir eigentlich helfen. Kann er noch nichts machen? Jo, der Hacker müsste ja gleich kommen. Soll ich hier was umsägen? Guck mal, ob der hier hinten. Hier am Rand die zwei, ne? Oder drei, ne? Ja, aber säg die so, langen, dass sie darüber fallen. Dass sie hier hinfallen. So, ich hoffe. Ich auch. Ich mache das Sägewerk kaputt.
So, liebe Leute, aber das war es dann auch schon wieder von dieser Folge Real Farming LS19 mit Reality hier von der Grünfelder Land. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut gerne nächste Woche, morgen wieder rein. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.